Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es das Unboxing zum Motorola bzw. Google Nexus 6 in der weißen 32 GB Variante. Und ich weiß, ich bin mit diesem Video ein bisschen spät dran. Dafür gibt es aber was anderes Neues heute, und zwar eine neue Kameraperspektive. Denn ich werde jetzt mal versuchen, dieses Unboxing mit dauerhaft eingeblendeter Facecam zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob das cool ist oder ob das total dämlich kommt. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus und wir fangen direkt mit dem Unboxing an. Viel Spaß! Fangen wir doch einfach direkt an mit dem Aussehen von der Box vom Nexus 6. Die ist ziemlich groß, wenn ich hier jetzt mal zum Beispiel eine Box von einem vergleichbar großen Handy daneben tue, und zwar vom iPhone 6, dann seht ihr das relativ schnell, dass die Box einfach viel größer ist vom Nexus 6 im Vergleich zum iPhone, obwohl die Geräte beide relativ gleich riesig sind. Es fällt einem auch sofort auf, dass das gesamte Design ziemlich ähnlich ist, denn bei der iPhone-Box hatten wir ja hier dieses ausgestanzte iPhone auf der Vorderseite, und hier beim Nexus 6 ist es eben eine ausgestanzte 6, aber hier hat man noch zusätzlich so ein paar farbige Elemente durch diesen Sticker, der hier einmal noch drumherum gewrappt wurde, und da bin ich relativ froh drüber, denn ich fand die Verpackung beim iPhone immer ein bisschen langweilig, diese neue komplett weiße, und dass Motorola sich dazu entschlossen hat, hier doch noch so ein paar Farbelemente einzubauen. Das freut mich sehr. Ansonsten ist die Verpackung nicht weiter spektakulär, da gibt es nicht sonderlich viel zu sehen, deswegen würde ich sagen, nehmen wir gleich mal hier wieder das unnötig große Unboxing-Messer und schneiden mal hier in die Verpackung rein, um zu sehen, was hier so mitgeliefert wird. Und das Schneiden hier funktioniert erstaunlich gut. So, Messer beiseite legen, und dann können wir hier das Ganze so nach oben abheben. Hoffentlich. Ich versuch's zumindest. Ui! Tja, hier drin ist dann nichts mehr, wie man sich schon fast hätte denken können. Und hier oben sitzt direkt das Nexus 6, das ein riesengroßes Gerät ist. Alter Falter. Aber ich lege es mal kurz zur Seite, damit wir uns erstmal noch anschauen können, was noch so in der Verpackung drin ist. Wir sehen hier oben direkt ein ebenfalls rot-orange gehaltenes Nexus-Teilchen hier. Schauen wir mal rein, was da so drin ist. So. Erstmal 6, wie Nexus 6. Und ja, was haben wir hier? Einmal ein SIM-Eject-Tool, dass wir da auch eine SIM-Karte reinmachen können. Sehr, sehr schön. Wir haben eine Kurzanleitung zum Aufladen und Hochfahren des Geräts. Als ob irgendjemand zu dumm ist, irgendwie den Anschalter zu finden. Aber gut, dann wissen wir auch, wo der Anschalter ist. Und ein kleines Büchlein sogar für die Garantieinformation. Total cool, kann man sich jetzt irgendwie so ins Bücherregal reinstellen und mal durchlesen, wenn einem langweilig ist. Naja, okay, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr drin, deswegen können wir das mal wieder beiseite legen. Aber finde ich relativ cool hier so. So, und des Weiteren haben wir in der Verpackung noch zwei weitere Dinge, danach ist die Verpackung leer. So, kann ich ja mal beiseite stellen. Und zwar erstens den Supercharger hier, der das Gerät ja auch relativ schnell aufladen soll. Ich bin mal gespannt, wie schnell genau, das muss ich natürlich erstmal noch testen. So, dafür ist der Charger aber auch um einiges größer als so andere USB-Charger, hat aber denselben Motorola-Dimpel hier auf der Vorderseite, wie auch das Nexus 6 selber. Gefällt mir total gut. So, Turbo Power Supply steht auch hinten drauf. Naja, da bin ich mal gespannt, wie Turbo das im Endeffekt tatsächlich sein wird. Dazu gibt es dann auch hier ein USB-Kabel. Das können wir uns ja auch noch kurz anschauen. Ja, ist halt ein standardmäßiges Micro-USB-Kabel, nichts Besonderes eigentlich. Und ja, das war's so mit dem Packungsinhalt. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum Nexus. Entschuldigung, zum Nexus 6 selber. So, ich zoome mal hier ein bisschen ran, damit man das besser sehen kann. Und jetzt mal ganz ehrlich, dieses Gerät ist schon ganz schön schön. Fällt mir jetzt direkt auf. Also als allererstes, das weiße Modell, das springt mir hier direkt ins Auge, ist alles andere als weiß. Wenn ich hier mal die weiße Verpackung vom iPhone 6 daneben halte, dann sieht man das relativ schnell. Sondern das ist eher so ein dunkelgrau.
Gefällt mir aber recht gut, dadurch wird es nämlich wahrscheinlich nicht so schnell dreckig, diese glänzenden, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie im Licht das hinbekomme, ja, dieser glänzende Nexus-Schriftzug hier ist auch aus Metall, was total geil aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal die Folie hier vorne ab. So. Und da haben wir das fast 6 Zoll große Display. Um genau zu sein, ist es, ich kann es mal hier kurz nachschauen, 5,96 Zoll groß, aber im Ernst, eigentlich sind es einfach 6 Zoll, wenn man nicht pingelig sein möchte. Und das ist riesengroß. Als das Nexus 6 angekündigt wurde, haben ja auch ganz viele Leute gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch in die Hosentasche passt. Ich meine, 6 Zoll, wie riesig ist das denn? Aber wenn man es mal vergleicht mit anderen großen Handys, wie jetzt hier zum Beispiel, dem iPhone 6 Plus, da fällt einem auf, dadurch, dass die Ränder, die Display-Ränder beim Nexus 6 gar nicht mal so groß sind, ist das Gerät im Endeffekt auch nicht wirklich größer als das iPhone 6 Plus. Und mit dem iPhone 6 Plus komme ich im Alltag ehrlich gesagt ziemlich gut zurecht, was die Größe angeht. Und ich glaube, das wird mir beim Nexus 6 jetzt auch nicht irgendwie besonders schwer fallen. Ansonsten, vom Design her sind die beiden Geräte natürlich schon ziemlich unterschiedlich. Das Nexus 6 erinnert sehr stark ans Motorola Moto X von 2014, das ich da hinten rumstehen habe. Ich glaube, ich kann das mal kurz holen. So, denn wenn man die Dinger mal nebeneinander hält, da fällt einem auch auf, das Design ist auf jeden Fall ähnlich und beide Geräte sind von Motorola gebaut mit derselben Designsprache. Nur der Dimpel hier auf der Rückseite ist beim Nexus 6 ein bisschen subtiler gehalten, so ein bisschen weicher, ein bisschen unauffälliger. Gefällt mir ehrlich gesagt besser und fühlt sich auch besser an in der Hand. Aber ansonsten sind diese zwei Geräte hier sehr, sehr ähnlich, mit dem einzigen Unterschied eigentlich, dass das Nexus 6 riesengroß ist. Ich kann es ja mal anschalten, um mir gleich auch noch einen ersten Eindruck vom Display zu machen. Das ist nämlich ein 1440p Display, also ein Quad-HD Display, was natürlich eine bedeutend höhere Auflösung ist, als zum Beispiel beim iPhone 6 Plus. Dafür ist es aber ein AMOLED-Display, das heißt Pentile Matrix und andere Tricks machen das Bild dann noch ein bisschen unschärfer. Aber dennoch habe ich sehr viel Gutes über dieses Display gehört und der erste Eindruck hier scheint auch recht gut zu sein. Ich habe das Gerät auch schon ein paar Mal im Mediamarkt und so weiter gesehen und da war ich auch eigentlich relativ begeistert bisher. Ich habe allerdings ein bisschen Angst davor, dass das Display eventuell ähnliche Schwarzwert-, Blickwinkel- und Farbverzerrungsprobleme hat, wie das Moto X, was ich ja auch in meinem Moto X Review schon angesprochen hatte. Das wird sich jetzt aber erst noch zeigen. Und ja, ich kann es ja hier mal noch kurz einrichten. A, B, C, D, E. Nee, D ist weiter oben. Deutsch! So! SIM-Karte einlegen, nö, überspringen wir mal, mache ich später. Ja, ja, ohne WLAN, trotzdem überspringen, ist gut, weiter. Ja, 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 nerv nicht, weiter. Mehr, weiter, bla, 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 bla. Beenden, Ihr Telefon ist eingerichtet und einsatzbereit, hallo! Huh, das ist also das Display. Ganz schön knallig, fällt mir jetzt direkt auf. Also die AMOLED-Farben springen einem natürlich förmlich ins Gesicht. Ich persönlich stehe da nicht so drauf, aber wer es mag, der wird ja auf jeden Fall typisch knallige AMOLED-Farben in your face bekommen. Und ja, Blickwinkel scheinen auf den ersten Blick auch ziemlich stabil zu sein mit leichten Grünverfärbungen. Aber da werde ich mal noch schauen, wie das Ganze im Endeffekt wirkt. Die Verarbeitung und das Aussehen von dem Gerät gefallen mir aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich werde jetzt auch mal meine SIM-Karte von meinem heißgeliebten iPhone 6 Plus in das Nexus 6 reinstecken und das mal als Daily Driver nutzen und schauen, wie denn so riesengroße Android-Handys sind im Vergleich zu riesengroßen iOS-Handys. Und natürlich werde ich dann auch mit einem Review auf diesem Kanal hier zurückkommen und erzählen, was so meine Erfahrungen mit diesem Gerät hier so sind und ob das Ganze empfehlenswert sein wird. Also haltet auch gerne Ausschau danach. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich
herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like-Button freue ich mich natürlich wie immer sehr. Auf der einen Seite natürlich zum Nexus 6, aber auf der anderen Seite auch zu diesem neuen Unboxing-Stil mit der dauerhaft eingeblendeten Facecam. Fandet ihr das cool? Fandet ihr das nicht cool? Schreibt es einfach mal unten rein, damit ich weiß, ob ich das weiterhin so machen soll oder ob es einfach nur bescheuert ist. Und ansonsten wollte ich mich auch noch bedanken bei sparhandy.de, die mir freundlicherweise dieses Gerät hier zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Also vielen Dank an euch Jungs. Echt coole Aktion von euch. Und dann würde ich sagen, ja, das war's mit diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.